Während der Geschäftsführer hier im Sessel verschwindet, alle hoffentlich ihr Bier haben, würden wir sagen, ist es fast 19.30 Uhr. Der Raum ist voll gefüllt, also ich denke, viele Worte brauchen wir jetzt nicht. Insofern würde ich einfach anfangen. Da wir zwei Bier hier stehen haben und die alle kalt werden, sagen wir erstmal Prost, Herr Schnabel. Sehr mal in Stammtisch. Und zum Stammtisch gehört Bier. Und zu meinem Stammtisch noch als Erweiterung der gute alte Stoppuhr, wo wir sagen 30 Minuten, Feuer frei. Herr Schnabel, haben Sie schon ein bisschen Angst? Nein? Er ist ein ganz verträglicher Mensch. Erstmal guten Abend Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wenn ich das Mikro schon habe, nutze ich die Chance. Bedanke mich natürlich auch bei der Morgenpost, bei meinem Luke und bei der Frau Dittmann, dass wir derartige Veranstaltungen in dieser Saison eingeführt haben und hoffentlich auch nächstes Jahr zu etwas erhöhten Konditionen natürlich fortführen können. Und bedanke. Aber wir können über den Preis reden, es kommt ganz dran, was Sie zahlen. Ne? Weil Sie sind ja gerade in Behandlung mit dem Trainer beim Gehalt, da kann man auch mit mir reden. Also ich bin für alles offen. Aber ich dachte, Sie müssen nächstes Jahr eine Rate abzahlen und mehr Miete zahlen, wieder 5% und so. Da müssen Sie ja eigentlich sparen. Aber dazu kommen wir später noch, würde ich mal ganz spontan sagen. Ich würde gerne bei den Vielzahl von Themen, die wir sicherlich immer als erstes anfangen könnten, mit dem Thema anfangen. Trainer, der sitzt da drüben. Es ist, glaube ich, bei den meisten Fans bekannt, dass es Gespräche laufen, sozusagen mit Thomas seinen Vertrag zu verlängern, der im Sommer ausläuft. Ich würde gerne als erstes mal wissen, warum Sie gerne mit Herrn Popisch verlängern möchten. Herr Lucke, wir hatten darüber ja schon mal gesprochen. Also ich bin ein hundertprozentiger Befürworter gewesen, schon Anfang Dezember, als die ersten Gespräche mit unserem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern, also nicht Aufsichtsrat, mit den Gesellschaftern aufgenommen worden sind, den Thomas zu verlängern. Ich halte ihn in der zweiten Liga für Dresden als den idealen Trainer. Nicht nur, dass er in den letzten Jahren hier eine sagenhafte Arbeit geleistet hat, sondern auch dieses Jahr macht er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln eine hervorragende Arbeit. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben, ich schätze mal, den drittkleinsten Etat in der zweiten Liga, stehen im Moment noch auf Platz 7. Wir hoffen natürlich alle, dass es da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Auch wenn dies nicht eintritt und wir qualifizieren uns für die Pre-Playoffs, wovon ich zu 100% ausgehe, leistet Thomas eine exzellente Arbeit, eine exzellente Nachwuchsarbeit, die ich von anderen Trainern in der zweiten Liga oder von meinem ehemaligen Arbeitgeber nicht kenne. Es ist eine ganz andere Philosophie. Mit seinen Kontakten zu den Eisbären nach Berlin, mit seinen vernetzten Kontakten in der Bundesliga, also in der DEL 2 und DEL, ist er eigentlich für Dresden die ideale Position und Besetzung. Und er war auch der Grund, warum ich letztendlich in meinen ersten Gesprächen damals im März Dresden zugesagt habe und sage, ja, mit Thomas zusammen kann man hier was bewerkstelligen, bewirken. Und da stehe ich auch heute noch dazu und da ändere ich auch meine Meinung nicht. Also ist das so ein bisschen eine Dankbarkeit sozusagen auf der einen Seite und Das hat mit Dankbarkeit überhaupt nichts zu tun, weil ich war auch nach dem ersten Gespräch damals noch nicht so überzeugt, nochmal ins Eishockey-Geschäft zu gehen. Und es ist losgelöst von Thomas. Wir kannten uns vorher ganz normal auf der Arbeit, also von der Arbeit, von unserem Job her gesehen. Es hat weder was mit Freundschaft oder sowas zu tun. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Monate entwickelt. Weder Dankbarkeit noch sowas, sondern eine volle Überzeugung von mir, dass er der professionellste Trainer für Dresden ist. Haben Sie denn trotzdem Verständnis für so ein paar Fans? Das kann man ja nicht verschweigen. Die Töne tauchten auf sozusagen, als es davon hieß, Thomas wird verlängert. Es gibt sicherlich Gründe dafür. Es gibt auch Fans, die sagen, der hat eine gute Arbeit gemacht, aber frischer Wind wäre vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man zumindest mal drüber nachdenkt. Was beständig gut ist, das muss ich nicht zwanghaft austauschen. Und was hier geleistet worden ist, und ich sehe es ja tagtäglich, auch heute, die Kontakte, die er hat, die Vorschläge, die er bringt, ist immer mit dem Hintergedanken, ist das finanziell machbar, passt er ins System rein, passt er in die Mannschaft rein, passt er in den Club rein. Es ist einfach eine Spitzenarbeit. Und da lasse ich klar, Kritik ist erlaubt und es wäre schlimm, wenn in einem Verein 100% oder 100 Menschen 100 Mal die gleiche Meinung hätten.
und das gestatte ich auch jedem Menschen zu, verärgert zu sein. Auch ich war verärgert, als wir hier zu Hause gegen Weißwasser verloren haben oder jetzt gegen Bad Nauheim. Wir wären alle keine Sportler, wenn wir das so locker hinnehmen würden. Aber das hat nicht mit der Gesamthaftigkeit seiner Arbeit zu tun. Okay. Nun weiß ich, dass Sie ein Mensch sind, der auch gerne das klare Wort pflegt. Gibt es denn auch Punkte, wo Sie neben all dem Lob, den Sie zu Recht sozusagen dem Trainer angedeihen lassen, auch ihn kritisieren in ein, zwei Punkten, wo Sie sehen, da muss er sich noch verändern? Oder welche Entwicklung sozusagen hat der, braucht jeder Mensch? Also da gibt es nicht nur ein, zwei Punkte, da gibt es bestimmt drei, vier Punkte, aber die habe ich mit Thomas meistens selbst besprochen und selbst geklärt. Das gehört nicht an die Öffentlichkeit, das gehört nicht an die Gesellschaft, das gehört auch nicht oben ins Büro. Wenn es Punkte gibt, und es gibt Punkte, in denen wir nicht einer Meinung sind, es hat natürlich im sportlichen Bereich, wo ich weniger Ahnung habe, auch als in anderen Bereichen zu tun, dann kläre ich das mit ihm selbst und da sind wir bisher hervorragend ausgekommen. Das Gleiche gibt es wirklich auch. Also um Gottes Willen, ich bin bei weitem nicht fehlerfrei und bin auch bei weitem nicht kritiklos hinzunehmen, aber das funktioniert. Das klingt ja nach einem Dreamteam, das man mal gewöhnt in Dresden. Nun gibt es ja immer den Gedanken, Hugo Boys-Wehr hat nun fast seine 40 auf der Uhr, er macht keinen Hehl daraus, dass er sozusagen irgendwann mal Trainer sein will. Ist das vielleicht so eine Überlegung zwischen Thomas und Ihnen, ihn systematisch vielleicht auch im Gleichklang sozusagen mit dem Thomas da ans Traineramt ranzuführen sozusagen, dass er, solange wie er noch spielen will, spielen kann, dann vielleicht so eine Art Co-Trainerrolle mit übernehmen könnte? Sie bringen mich jetzt auf eine Idee, das werde ich mit Thomas sicherlich mal besprechen, aber diesbezügliche Gedanken sind uns bis zum heutigen Abend nicht gekommen. Das wurde auch bis heute nicht besprochen und außerdem würde das natürlich in den rein sportlichen Bereich zielen. Der Thomas hat eine Budgetvorgabe, der hat auch schon eine Budgetvorgabe für die kommende Saison, gleich eine Überleitung zu geben. Und da ist es letztendlich seine Entscheidung, wieder einen Assistenztrainer, wieder einen neuen Assistenztrainer. Ich glaube, der Toni Raubahn leistet auch sehr, sehr gute Arbeit, aber das ist eine Entscheidung, da mische ich mich nicht ein. Es ist eine Budgetvorgabe, mit dem Geld muss der Thomas auskommen, das weiß er. Und dann sind auch letztendlich die sportlichen Entscheidungen, was für Personal, was für Stürmer, Verteidiger, Torleute oder Assistenztrainer verpflichtet werden, letztendlich seine Entscheidung. Ich sehe ihn sehr finanziell und sage ihm, die Summe X ist bis jetzt ausgegeben, du hast noch Y zur Verfügung, mach was draus. Das ist ja ein fließender Übergang. Wir haben heute Mittwoch, nee, heute ist Dienstag. Am 1. Februar, meiner Kenntnis nach sozusagen, am Montag ist eine Ausnahme, schließt der Transfermarkt. Gibt es denn noch eine Summe X, beziehungsweise ist der Trainer nochmal sozusagen auf eine Last-Minute-Verpflichtung zu Ihnen gekommen? Also, nicht Last-Minute-Verpflichtung, wir müssen nachlegen. Das heißt, wir sind im Moment auf der Suche und ich bin vorhin an ihm vorbeigelaufen und habe gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht. Da habe ich gerade eine Absage bekommen von einem Spieler, den wir gerne verpflichtet hätten. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3 Kandidaten in der Pipeline. Es wird sich auch diese Woche noch etwas tun. Was jedoch genau sich tun wird, werden wir Ihnen dann sagen, wenn die Tinte auf dem Papier trocken ist. Wir müssen einfach in der gegenwärtigen Situation, weil wir nicht wissen, wie viele Förderlizenzspieler wir zu welchem Spiel haben, einfach von der Quantität nachlegen. Das Budget gibt es her und dann machen wir das auch so. Budget hergeben kann ja vieles heißen sozusagen. Also wir haben einen Sean Weller verpflichtet, ist das eher so in die Richtung oder ist das eher eine Kategorie wie ein Bruce Becker oder ein Felo Beischler? Fragen Sie jetzt den Falschen. Das heißt, über die sportlichen Qualitäten eines Spielers bitte ich Sie, den Thomas zu fragen. Also ich werde mir, ja gut, finanziell passt er rein. Das heißt also, wir haben natürlich auch durch den Krankheitsstand von einigen Spielern haben sich natürlich auch wieder Möglichkeiten aufgetan, die wir natürlich jetzt nutzen werden. Okay. Nun ist das ja ein Thema sozusagen, was alles der Thomas für sich entscheidet. Er hat diese Macht, weil er gleichzeitig auch der Sportdirektor, Manager oder wie auch immer letzten Endes ist. Er hat diese Funktion damals bekommen, weil man gedacht hat, das ist der richtige Weg. Ist es immer noch der richtige Weg oder braucht er ab und zu noch einen Berater oder sind Sie so überzeugt mit seinen Kontakten? Na gut, also ob er Berater braucht, das wage ich zu bezweifeln. In der zweiten Liga gibt es relativ wenige Vereine, die einen klassischen sportlichen Leiter haben, der also nur für die Spielerverpflichtungen zuständig ist. Ich finde, für die zweite Liga finde ich es angebracht, dass der Trainer letztendlich auch seine Mannschaft selbst aussucht
und diese nicht von einem sportlichen Leiter vorgesetzt kriegt. Aber da kann man grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sein. Entschuldigung, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Jetzt noch einen sportlichen Leiter einzustellen, kommt für mich hier in Dresden nicht in Frage. Ich glaube auch, im Namen von Thomas zu sprechen, dass dies auch für ihn nicht in Frage kommt und auch für die Gesellschafter diese Aussage tätigen zu können. Und wir fahren im Moment eigentlich nicht schlecht. Wir haben ja keine großen Mittel, die es zu verteilen gilt. Und ein sportlicher Leiter würde die wenigen Mittel, die zur Verfügung stehen, noch weiter minimieren. Okay. Das klingt alles so danach, als wenn sozusagen die Tinte fast schon trocken ist. Also, mit Thomas haben wir eine Verhandlung geführt. Thomas hat seit gestern einen Vertrag vorliegen. Da geben wir ihm natürlich jetzt einige Tage Zeit, drüber zu schauen, die Einzelheiten zu lesen, eventuell Nachfragen zu stellen und dann hoffen wir, relativ schnell Vollzug melden zu können. Das sind ja gute Nachrichten für den einen oder anderen. Thomas, Glückwunsch. Du kannst ein bisschen freudiger gucken. Nein, alles gut. Gast, das ist auch ein gutes Stichwort. Danke, Thomas. Das fliegt mir an die Bälle zu. Gast sind Sie auch gerne bei der Stadt. Einmal zuletzt im Vierteljahr sozusagen. Wie sind denn da aus Ihrer Sicht die Gespräche? Ich höre sozusagen Positives. Die sagen alle, die Eislöwen sind ganz ordentlich, liefern regelmäßig ihre Zahlen ab, wir sind ganz zufrieden. Also um den ersten Kommentar von Ihnen zu beantworten, bis heute wurde mir die Ehrenbürgerschaft noch nicht vorgeschlagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gerade die Frau Straube, ich sage immer Bilder- und Sportausschuss, aber das ist ein anderer Name, mich sehr, sehr gerne bei ihrem Büro sehen will. Aber nein, wir haben vierteljährliche Sportausschusssitzungen, denen berichte ich in einem abgestimmten Reporting-System. Dieses System ist abgestimmt mit dem Wirtschaftsprüfer Horn, der ja ursprünglich mal von der Stadt eingesetzt worden ist und mittlerweile leider auf unserer Payroll ist, also leider, weil es nicht Geld kostet, nicht die Person Horn. Die nächste Sitzung ist im März und die Zahlen, die wir bisher präsentieren konnten, sind sehr offen dargelegt. Und obwohl man mir sogenannte Stillschweigen zugesagt hatte, waren Sie, glaube ich, einer der Ersten, der die Zahlen hatte. Was ich natürlich für derartigen Zusagen halte, können Sie jetzt verstehen. Und wir werden also diesen Bericht natürlich auch noch etwas weiter kastrieren. Nicht für Herrn Lehmann und nicht für die Entscheidungsträger, die letztendlich von der Stadt dazu beauftragt worden sind, uns zu kontrollieren. Aber bis jetzt läuft es ganz gut, die Zahlen sind in Ordnung und da sehe ich auch relativ gelassen im März dieser Sitzung entgegen. Was heißt, die Zahlen sind in Ordnung? Ist das ein Plus, Minus, Null oder steuern wir auf ein gleiches, leichtes, positives Ergebnis hin? Wenn ich jetzt vorhersehen könnte, könnte ich Ihnen diese Frage beantworten. Mein Ziel ist es natürlich, mit einem positiven Resultat die Saison abzuschließen. Bin aus heutiger Sicht auch gute Hoffnung, dass es uns gelingen wird. Also wir werden keine Schulden aufbauen, wenn ich das heute zu sagen, das wird es nicht geben. Also es sieht danach aus, dass es eine Plus-Minus, wenn nicht sogar schwarze Null gibt. Das wäre ja zumindest ein Erfolg. Mit Blick auf das kommende Jahr sozusagen, heißt es aber, dass Sie eine große Baustelle haben, um die weitere Plus-Minus-Null Fraktion zu halten sozusagen. Das heißt, wir sitzen, glaube ich, in Räumlichkeiten, es geht um den Kederau. Der kriegt ja auch Geld in die Kasse sozusagen, jetzt muss neu ausverhandelt werden. Ist das eine große Baustelle sozusagen, die im Blick auf die Etatplanung für die kommende Saison sorgen bereit? Nein, also der Vertrag mit der Hoger Sport läuft zum Ende dieser Saison aus. Wir sind bereits in Verhandlungen mit Hoger Sport und es ist ja relativ diffizil hier in Dresden, weil zum ersten Mal kommt es mir vor, also was heißt nicht kommt es mir vor, sondern ist es der Fall, dass ich mit drei Parteien um eine Sache verhandeln muss. Also es muss mit der Stadt verhandelt werden, es muss mit der Hoger verhandelt werden und mit uns verhandelt werden. Das ist mir neu, das gestaltet sich nicht sehr einfach, aber auch da sind die ersten Vorgespräche gelaufen. Wir warten jetzt noch auf Antworten von der Stadt und von der Hoger. Ich bin aber guter Hoffnung, dass das dementsprechend weitergeht, wobei wir natürlich nicht um ihre Illusion aufzubauen, mit der Hoger nicht viel Geld verdienen, sondern wir erreichen eine schwarze Null, weil wir natürlich auch an die Hoga relativ viel Geld für den BIP-Bereich bezahlen. Also unter dem Strich
solange wir da kein Minus machen, um auch den VIP-Bereich zu bewirken, bin ich froh. Aber Sie haben jetzt auch keinen anderen Anbieter sozusagen, der Ihnen jetzt dann schon sagt, oh, ich zahle nochmal extra was drauf. Ich habe nicht einen Anbieter, ich habe zwei Anbieter, die mit der Hoga im Wettbewerb stehen. Aber das heißt nicht automatisch, dass die draufzahlen, sondern wenn eine Zusammenarbeit mit einem Geschäftspartner über einen gewissen Zeitraum absolut sorgenfrei und seriös läuft, bin ich nicht einer, der dann für 5 Euro den Partner wechselt. Wo Geld doch eine Rolle spielt? Er hat gesagt, für 5 Euro wechsle ich nicht. Kommt jetzt eine andere bekannte Dresdner Zeitung und bietet mir das Doppelte, was die Morgenpost bietet, dann komme ich wahrscheinlich. Wenn die Zeitung, die allerdings nur einen Artikel pro Woche mehr bieten, können Sie sich mal der Treue sicher sein. Also, und dabei sind wir jetzt online, also omnipräsent quasi. Zumal Sie ja mir ein tolles Angebot machen wollen für die nächste Saison. Das dürfen Sie dabei nicht vergessen. Also. Achso, okay. Tolles Angebot. Gibt es denn irgendwie ein tolles Angebot eines Gesellschafters? Da wartet man ja auch schon so eine Weile dran sozusagen, dass da sich ein bisschen was tut, dass da vielleicht ein bisschen frisches Geld in die Kasse reinkommt, um ein bisschen noch ruhigeres Fahrwasser zu erlangen? Also das ist für mich im Moment die größte Baustelle. Es ist kein Gesellschafter in Sicht. Das heißt, man sucht ja auch nicht einen Gesellschafter, der jetzt mal, ich sag mal 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro gibt, sondern wir suchen einen strategischen Gesellschafter, der also auch mittel- und langfristig zu den Eislöwen steht und eventuell auch mal in der Lage ist, in schwierigen Zeiten kurzfristig den Eislöwen zu helfen. Diese Suche ist nicht einfach. Dresden hat eine recht turbulente Vergangenheit in den letzten Jahren, sodass ich glaube, die erste Pflicht erstmal ist, dass man einen gewissen Zeitraum ohne Turbulenzen arbeitet und durchstartet. Und da bin ich mir auch sicher, dass in den nächsten Monaten sich vielleicht der ein oder andere Kandidat auftut. Also Fakt ist, nein, es ist kein neuer Gesellschafter in Sicht. Es laufen auch keine Verhandlungen mit einem neuen Gesellschafter. Um Ihnen jetzt 2, 3 Fragen schon vorwegzunehmen, es wird nächste Woche ein neuer Gesellschaftsvertrag unterzeichnet beim Notar Becker. Und dann wird übernächste Woche der Beirat bekannt gegeben, der dann aus 5 qualifizierten Männern besteht, nichts gegen die Damenwelt, und dieser Beirat ist natürlich auch Teil des neuen Gesellschaftsvertrages. Also somit sind dann auch diese Forderungen der Stadt erfüllt. Wir haben uns Zeit gelassen, um die richtigen Leute anzusprechen und auch Leute angesprochen, die mit Herz und Seele hier bei den Eislöwen dabei sind. Was bringt denn so ein Beirat? Ich bin immer so ein bisschen als beratend interessiert. Wenn Sie einen Beirat in der Zusammensetzung eines Repräsentanten des Vereins haben, einen Repräsentanten als Vertreter der Stadt, Sie haben aus der Wirtschaft jemanden, Sie haben aus dem sportlichen Bereich eine sehr bekannte Größe dabei und Sie haben auch noch von der Sponsorenseite jemanden dabei, dann haben Sie eigentlich das Spektrum abgedeckt. Und dieser Beirat soll einfach mir auch die Möglichkeit geben, mich gedanklich mit diesen Herren auszutauschen und die mir fehlenden Kontakte hier in Dresden auch ein bisschen zu zeigen und Türen und Toren zu öffnen, wo ich vielleicht jetzt als Nicht-Dresdner, als Wessi oder als Gebrauchter, das habe ich auch gelernt, nicht rankomme und einfach auf deren Rat, auf deren Wissen ein bisschen arbeiten kann. Also es hat eigentlich aus meiner Sicht nur Vorteile, ich hatte das auch von Anfang an immer vorgeschlagen, die Gesellschafter haben dem auch zugestimmt. Ich sag mal, ich bin mit 80% des Beirates mit der Besetzung sehr glücklich. Bei dem einen oder anderen hätte es Alternativen gegeben, aber letztendlich entscheidet es die Gesellschafter, um Ihnen einfach eine offene Frage zu beantworten, wie die Zusammensetzung des Beirates auszusehen. Aber grundsätzlich sind alle 5 Herren sehr qualifiziert und ich hoffe mir natürlich dadurch auch noch einen Push nach vorne. Eine Frage muss ich mir gerade ad hoc ein. Ist vor allem eine Dame dabei, weil sie mit Damen schlechte Erfahrungen gemacht hat bei den Eislöwen? Ich war ja 18 Jahre mit 18 Damen umgeben, also vor meiner Babykammerzeit. Hat überhaupt nichts mit einer Geschlechterpräferenz von mir zu tun. Ich komme mit meinen Damen da oben sehr gut aus, die mit mir wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ich ein Hektiker bin. Aber das hat mit der Damenwelt oder der Männerwelt überhaupt nichts zu tun. Es hat sich einfach so ergeben, dass diese 5 Herren eigentlich die optimale Besetzung eines Beirates sind. Das sieht ja alles, das klingt alles nach rosigen Zeiten sozusagen, und zumindest nach Besserung in sich sozusagen.
Sie selbst haben 2013 in einem Interview in der Südwestdeutschen Zeitung mal gesagt, dass wenn in zwei, drei Jahren der Aufstieg nicht geregelt ist in die DEL, dann steuert die DEL 2 in keine rosigen Zeiten entgegen, gerade wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich. Hat sich Ihre Meinung da geändert? Nein, ich wechsle die Frage, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein ganz, ganz großes Problem für die DEL 2 ist, die geschlossene Gesellschaft. Und solange diese geschlossene Gesellschaft vorherrscht, wird es kaum nationale Sponsoren geben, die Interesse an einem Zweitligisten, also an DEL 2 Club haben. Beziehungsweise ist es sehr, sehr schwer für die vorderen Clubs, die also Jahr über Jahr Meisterschaften gewinnen, die Zuschauer noch zu begeistern. Warum sollen die sich eine Dauerkarte holen? Man wird Meister und kann nicht aufsteigen. Es ist also im deutschen Eishockey für mich ein Unding par excellence, dass diese Regel nicht fällt. Und ich sehe auch nicht, dass die Regel fällt vor dem Jahr 2018, wenn der neue Kooperationsvertrag mit dem DEB ausgehandelt wird. Das ist für mich eigentlich der erstmögliche Zeitpunkt, wo es eine Öffnung wird. Und bis dahin muss natürlich jeder Zweitligist versuchen, sich so gut wie möglich über Wasser zu halten und guten Sport abzuliefern. Das heißt ja für mich, dass Sie von Glück reden können, dass Sie jetzt so einen angenehmen Mietvertrag haben mit der Stadt, der bis 2018 dann sozusagen günstige Mieten, eine etwas günstigere Miete. Sie würden jetzt sagen, extrem teurer. Ich sage sozusagen 20% eines Etats kann man durchaus für Miete zahlen, weil mittlerweile Einwohner in der Stadt Dresden auch fast 50% ihres Gehalts an Miete abführen. Aber das wird ein Streitthema immer zwischen uns beiden bleiben. Die Frage sozusagen, die sich aber manchmal schließt, Sie haben mir mal gesagt, wenn die Miete wieder steigen würde, dann hätten die Eislöwen ein Problem, weil wir erstmal wieder Sponsoren finden müssten. Ist es sozusagen dann ein gutes Zeichen, wenn bis dahin spätestens der Aufstieg käme, um die Liga sozusagen besser vermarkten zu können? Der Aufstieg ist mal ein entferntes Ziel. Wer also heute Sport treibt oder im Sport engagiert ist, der möchte eigentlich immer in der höchsten Liga spielen, die es in diesem Sport gibt. Das heißt, also, wenn wir hier in Dresden nicht sagen würden, es ist unser Ziel, irgendwann mal in der DL zu spielen, dann wäre ich hier fehl am Platz und ich sage mal, da wären auch andere Leute fehl am Platz. Das ist und bleibt unser Ziel. Ich persönlich glaube, für die ganze zweite Liga wird es Probleme geben, Saison für Saison, wenn der Aufstieg, ein geregelter Auf- und Abstieg nicht durchgesetzt wird. Was zur Miete zu sagen ist, ich glaube auch nicht, dass es im Moment überhaupt möglich wäre, um hier Sport zu betreiben oder Eishockey-Sport zu betreiben, eine höhere Miete zu zahlen. Ich kenne Ihre Ansicht, Sie kennen meine. Es gibt also Städte, da zahlen Sie auch wegen mir noch 50% mehr Miete, als wir im Moment an die Stadt zahlen, kriegen aber das Doppelte an Sponsoringgeld über Tochterunternehmen der Stadt wieder zurück. Das heißt, es ist ja eine Milchmädchenrechnung. Nehmen Sie Bremerhaven, nehmen Sie Bietigheim. Die zahlen teilweise 180 oder über 200.000 Euro Miete für die Nutzung der Eishalle und der Fläche, kriegen aber zwischen 360.000 und 500.000 Euro direkt oder indirekt von der Kommune zurück. Dann sage ich auch, ich zahle gerne meine Miete. Aber da das bei uns hier nicht der Fall ist, sage ich, wir zahlen einfach eine sehr ordentliche, hohe Miete und sind in den Nutzungsbedingungen eingeschränkt. Wir teilen uns ja diese Eisfläche mit vielen anderen Vereinen, die also ihre Zeiten wollen. Die Jugend leistet eine tolle Arbeit, die Schüler stehen vom Aufstieg in die Bundesliga. Für die DEL-2-Mannschaft, wir brauchen Eiszeiten für den Nachwuchs, für die erste Mannschaft und sind da sehr eingeschränkt. Ja, und das bei dieser hohen Summe, die wir an Miete noch letztendlich zahlen. Wir sind der höchste Mietzahler für diese Arena und haben eigentlich von dem, was wir bezahlen, der Leistung, die wir kriegen, da sehe ich eine sehr, sehr große Differenz zu unseren Gunsten. Das ist immer ein schwieriges Thema. Da können wir, glaube ich, den ganzen Abend mit füllen. Und da wir das jetzt nicht alles auf die Miete machen können, weil ich gebe zu, es ist meine Schuld. Es ist halt ich habe da einen festen Standpunkt. Den beiden kennen wir, den würde es hier zu lange dauern. Ich würde aber gerne nochmal auf das Thema Zuschauerzahlen angehen. Das haben Sie ja gerade auch angeschnitten sozusagen, weil es uninteressant wird sozusagen, wenn es keinen Auf- und Abstieg gäbe. Wir selber haben uns auf die Fahnen geschrieben, gerne mehr Zuschauer zu gewinnen, zu wollen sozusagen. Das geht in dieser Saison nicht ganz auf. Wir kommen ungefähr dahin, wo wir vorher waren, also im Vorjahr letzten Endes oder die letzten zwei Jahre. Sind Sie darüber enttäuscht?
heißt enttäuscht, ich habe das nicht so ganz erwartet. Das heißt also, wir haben keine Steigerung, was die Zuschauer angeht, im Moment zu verzeichnen. Das kann sich natürlich ändern, weil Sie nehmen natürlich jetzt die Zuschauerzahlen im Vergleich von der kompletten letzten Saison. Das heißt also, auch die Zuschauerzahlen, die knapp bei 80.000 lagen, waren ja, bei der Hauptrunde sind wir unwesentlich unter dem Vorjahr. Klar, ist ein Rückschritt, braucht man nicht schön zu reden. Ich habe mir natürlich mehr Zuschauer gewünscht. Was schön ist dieses Jahr, dass wir unsere Dauerkarten extrem verdoppelt haben. Also da liegen wir fast, haben wir fast 100% zugelegt. Ich hoffe auch, dass wir das nächstes Jahr nochmal hinlegen können, weil wir auch mittlerweile schon in der Planung für die nächste Saison sind. Wir werden eine etwas veränderte Preisstruktur haben, wir haben eine etwas veränderte Sitzplatzstruktur im Stadion, werden aber die günstigsten Dauerkarten prozentual von den Eintrittspreisen der zweiten Liga anbieten. Also auch wieder in der Philosophie vorfahren und sagen, wir wollen unsere Dauerkartenkäufer belohnen. Also wir wollen jemanden belohnen, der möglichst zu allen Spielen der Eislöwen kommt. Und wenn jemand sich entscheidet, nur zu den Derbys zu kommen, dann muss er natürlich auch bereit sein, nur für diese Spiele einen gewissen Obolus mehr zu zahlen. Oh, das ist ein heißes Thema mit dem Obolus mehr bei Derbys. da bleiben wir gleich hängen. Es ist ja nur ein Plakat in der Nordkurve gewesen am letzten Sonntag. Aus meiner Sicht zu Recht, weil sozusagen ja keiner versteht, warum man Karten, die ein Verein anbietet, zu Preis X, dann sozusagen in Dresden noch einen Euro draufschlägt. Da mag es sicherlich Gründe geben, aus Sicht desjenigen, der das sozusagen betreibt, aber den Fan, der hier, glaube ich, ziemlich viel in diesen Verein reinsteckt, dann noch wegen einem Euro, sage ich mal, so ein bisschen vor die Nase zu den Karten zu fahren, ist das nicht gleich ein Fehler gewesen? Nein, und die Entscheidung ist auch allein auf meinem Mist, sagt man mal, gewachsen und hinterher stehe ich auch. Es ist folgende Historie. Wir haben einen neuen Merchandiser. Dieser Merchandiser hat den Fanshop gemietet und gepachtet und zahlt dafür eine Miete und stellt auch da an den Tagen der Öffnung auf seine Kosten Personal. Das Personal des Fanshops verkauft kulanterweise für uns im Vorverkauf Eintrittskarten zu ganz normalen Preisen ohne Aufschläge. Und dann kam die Idee und sagen wir, okay, wir hätten jetzt die Option gehabt, wir zahlen anteilig etwas an dem Stundenhonorar für das Personal oder sagen aber, wir zahlen nichts für das Personal und nehmen dann 1 Euro mehr im Vorverkauf für diese Auswärtskarten in Grimmitschau und in Weißwasser. Und trotz diesen 1 Euro mehr an Gebühren zahlt der Fan weniger, als wenn er die Karte im Internet kauft. Das ist einfach haben wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung, also man kann nicht groß zu rechnen, haben wir das aufgehoben. Und ich muss halt egal wo sparen, ob das jetzt an Brötchen, an Kaffee und an sonst was ist. Und 10 oder 15 oder 20 kleine Einsparungen macht über die Saison auch 4.000, 5.000 Euro aus. Dazu bin ich verpflichtet und deshalb stehe ich immer der Meinung, der Fan hat ja nach wie vor die Möglichkeit, diese Karte über Internet zu kaufen. Oder hat die Möglichkeit, was natürlich keiner macht, nach Grimmitschau mit 1 oder mit 2 nach Weißwasser zu fahren. Oder aber er nimmt uns diese ganzen bürokratischen Sachen ab, also Karten entgegennehmen, per Einschreiben zurückschicken, eine Abrechnung machen, das Geld einzuzahlen und fährt nach Weißwasser und Grimmitschau und holt sich die 200 Euro. Wäre ich auch nicht böse drum, aber solange ich dadurch Kosten für Personal, die den Vorverkauf leider sparen kann, nehme ich diesen 1 Euro wert. Ist eine Meinung, aber man könnte auch meinen sozusagen, dass der ein oder andere Fan zu sehr geschöpft wird. Und ich meine, wir haben in dieser Saison das Problem, nein, ich verstehe Sie gern. Worauf ich hinaus will sozusagen ist, es ist in dem Moment der 1 Euro. Aber wir haben sozusagen leicht die Preise erhöht, die Ticketpreise. Wir haben in der Sitzplatzkategorie haben wir Preise erhöht. Bei den teuersten? Ja, waren vorher 19,50. Aber wir haben die Preise verändert. Es ist ein Pari-Pari-System, ne? Also müssen wir das, glaube ich, nicht im Detail schreiben. Aber wir fangen systematisch sozusagen, der Fan, der wirft Becher. Der kauft den Halloween-Trikot, wird ihm angeboten. Dem wird ein Skoda-Trikot angeboten, dem wird ein Weihnachtstrikot angeboten. Irgendwann ist ja auch mal das Ende der Fahnen, selbst für einen Fan, der viel haben möchte sozusagen, das Ende der Fahnenstange erreicht, oder sehen Sie das nicht? Das ist auch neu, dass in dieser Saison einige neue Trikots angeboten sind. Es ist ja zum Glück die Entscheidung eines jeden Einzelnen zu sagen,
mir gefällt das Trikot, ich möchte das gerne haben. Es gibt Sammler, die prinzipiell derartige Trikots kaufen. Es ist letztendlich auch eine Sache des Merchandises, bietet er die an. Das heißt also, ich sehe darin nichts Negatives, sondern ich sehe da einfach eine Vielfalt von Möglichkeiten, dass ich Fans mit Trikots anlecken kann. Aber ja, Sie haben recht, ich muss natürlich sehen, mit diesen Auflagen, und nächstes Jahr kommt eine Auflage, die ersten 50.000 Euro zurückzuzahlen, wie ich irgendwo Geld generiere und wie ich natürlich auch irgendwo Geld einspare. Und diese Entscheidung müssen Sie mir überlassen und das mir auch nicht wegnehmen. Und dass da nicht jede Entscheidung die hundertprozentige Zustimmung aller Fans trifft, ist mir auch klar. Aber es kann nicht an einem Euro liegen, im Prinzip, weil die Frage ist natürlich auch für jeden Fan, setzt er sich ins Auto, fährt Dienstag oder Donnerstag hierher, 15 Kilometer, um sich eine Karte zu holen, oder holt er sich die Karte im Internet, wo er dann für die Karte, ich sag mal, 13,20 Euro bezahlt. Das ist auch jedermanns eigene Entscheidung. Also an diesem einen Euro kann es nicht liegen. Stimmt, das habe ich gehört, als jetzt mit Herrn Friedel aus Weißenhausen telefoniert hat, der hat mir erzählt, dass Kremenschau keine Karten mehr herschicken würde, sozusagen, bei dem einen Euro. Also beim letzten Spiel in Kremenschau haben wir keine Karten zugeschickt bekommen. Und ganz ehrlich, ich habe mich danach gefragt. Ich bin nicht verwundert, dass die Entscheidung von Kremenschau, jeder Verein oder jedes Unternehmen ist doch autark in seinen Entscheidungen. Wir schicken unsere Karten nach wie vor nach Kremenschau. Wenn die uns die wieder zu 200 zurückschicken, dann sage ich, wenn ihr keine mehr verkaufen wollt, diesen Ort, dann schicken wir euch auch keine mehr hin. Aber dann muss der Fan halt über Internet zu einem wesentlich höheren Preis einkaufen. Also wir machen es dem Fan ja nicht schwieriger, sondern er kann nach wie vor diese Karte zu einem günstigeren Preis bei uns erwerben. Also summa summarum ist der Fan bei Ihnen auch gut aufgehoben sozusagen. Gucken Sie, wir haben einige Sonderaktionen im Zug gemacht. Auch über den Merchandising. Wir haben jetzt für Fans, die hier sehr, sehr aktiv waren, haben wir einen Bus nach Kassel bezahlt und so weiter und so fort. Also wir tun da schon was. Wir werden jetzt auf der Abschlussfeier Freibier anbieten. Das sind auch alles Sachen, wo wir ein kleines Dankeschön an die Fans zurückgeben. Und vergessen Sie bitte nicht, dass die Preise der Dauerkarten sehr, sehr fanfreundlich sind. Also da tun wir auch was. Also es ist nicht so, dass wir nur nehmen, und wir sind absolut dankbar für die Fans, für die Becherwurf-Aktion. Und für das große Engagement, was hier von den Fans gemacht wird, auch ein Dankeschön an Herrn Stobart, der also viel von Fanseite für uns tut. Also das ist immer ein Geben und Nehmen, ganz klar. Geben und Nehmen, dann kommen wir zu meiner Abschlussfrage, bevor, weil die Zeit verrinnt schon, das ist schon 31 Minuten rum, ich bin überzogen. Sie haben mal in Wittichheim gesagt, 6 Jahre sozusagen sind genug, jetzt ist Zeit was für eine Veränderung. Ist das so eine Ecke, die Sie immer mehr im Leben beherzigt haben, und dann können wir uns auf 6 Jahre Schnabel freuen? Das weiß keiner. Ich reiche auch hier nochmal das Rettenalter. Nein, Bietigheim war ein ganz klarer Grund, nachdem dann Schwenning letztendlich die DL-Lizenz gekauft hat, obwohl Bietigheim Meister wurde, und wir bei dem Pokerspiel nicht mitgemacht haben, sondern von Anfang an unser Angebot abgegeben haben, da war irgendwo die Luft raus und auch der Reiz raus. Und ich war auch relativ müde jeden Tag, über 200 Kilometer zu fahren, weil ich wohnte in der Nähe von Baden-Baden und musste immer nach Bietigheim fahren. Und da war auch irgendwo der sportliche Anreiz nicht mehr gegeben. Der Punkt, warum ich überhaupt in Dresden bin, waren 1-2 Anrufe von Thomas. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Und dann natürlich die interessante Aufgabe. Hier ist eine ganz andere Struktur gegeben. Hier ist eine Sanierung erforderlich. Hier ist ein Neuaufbau erforderlich. Und was mir natürlich hier in Dresden so imponiert, ist der Zusammenhalt der Fans und auch, ich sag mal, dieses Wir-Gefühl. Das habe ich in der Form in Bietigheim nicht so erlebt. Und ich glaube auch, dass man hier in relativ kurzer Zeit proportional mehr bewegen kann, als man noch in Bietigheim bewegen kann. Dann danke ich Ihnen. Wir müssen ein Bierglas bewegen. Die halbe Stunde ist rum. Meine halbe Stunde. Ich hoffe mal, dass sozusagen der ein oder andere im Raum noch eine Frage hat. Damit Herr Schnabel, der diese Abende übrigens total liebt, er mag es absolut im Mittelpunkt zu stehen und Fragen zu beantworten. Und deswegen kosten wir das heute nochmal aus. Also Feuer frei aus der Runde. Mikro, oder? Herr Schnabel, kurze Frage. Letzte Woche, wie ja viele wissen, war ja DL2-Ligentagung hier in Dresden. Da ging es unter anderem um das Thema Videobeweis.
Ich meine, wie stehen Sie persönlich zu dem Thema Videobeweis, Tatsachenentscheidung, Schiedsrichter? Diese Saison hat es ja Dresden 2-3 Mal ja getroffen mit Tor oder Nicht-Tor. Sollte es kommen für die DL2 im Sinne auch Angleichung an die DL oder sagen Sie lieber, man soll noch den Menschen vertrauen können, die entscheiden das? Sind Sie sicher, dass Sie meine ehrliche Meinung hören wollen? Ja, möchte ich. Das gefällt einigen bei der DL dann garantiert nicht. Also total war ich an dieser Sitzung selbst nicht anwesend, weil das eine Sitzung war der sportlichen Leiter. Mein Grundprinzip, und da stimme ich zum Glück mit Thomas überein, ist, wenn ein Schiedsrichter eine Strafe sanktioniert, also er pfeift eine Strafe, hat eine klare Sicht auf das Foul und bestraft den Spieler, dann ist diese Sache für mich abgehakt. Dann ist es für mich eine Unsportlichkeit eines jeden Clubs, der im Nachgang, nachdem eine Strafe von einem Schiedsrichter sanktioniert worden ist, noch eine höhere Strafe verlangt. Das ist für mich eine Unart. Von daher würde ich diese Verfahrensweise, wie sie im Moment läuft, nicht weiterführen. Eine andere Sache ist, wenn es hinter dem Rücken eines Schiedsrichters passiert und die Strafe wurde nicht gepfiffen und es kam zu einer nachweislich schweren Verletzung, die auch über Video zu beweisen ist, dann kann man dieses Verfahren nehmen. Aber so wie es bei uns praktiziert worden ist, dass also diese Strafen, die Sie gerade ansprechen, ausgesprochen worden sind und unsere Spieler nachträglich sanktioniert wurden, also bestraft wurden, finanziell und auch spieletechnisch, halte ich für eine Unart. Eine absolute Unart. Dann würde ich noch kurz meine Frage erweitern. Thema Tor-Videobeweis. Da bin ich 100% dafür. Okay, danke. Eine Frage habe ich eine, aber es ist eigentlich erstmal feststellen von mir, weil das ist wie ein anderer. Wir haben schon viele Leute auf dem Stuhl sitzen sehen, die gleiche Funktion gehabt haben wie Sie. Und es ist schön zu hören, dass wahrscheinlich jetzt dieses Jahr das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben werden. Ich glaube, das haben wir sicherlich schon mal, eventuell oder null. Ich glaube, das haben wir noch nie, meines Erachtens. Also ich weiß das nicht. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, was Sie und Ihr Mitarbeiterstab für eine gute Arbeit leisten. Das wird mal gut. Ihr Kommentar, aber ganz sicher ist das nicht allein meine Arbeit, sondern ich habe hier oben, ich habe da oben vier hervorragende Leute, die ich also in dieser Form noch von keinem Club kenne, dass es in der Anzahl da ist, die wirklich harmonieren, die tolle Arbeit leisten, die nicht auf Überstunden gucken. Ist ein sportlicher Bereich, der 100% funktioniert, und ich habe Gesellschafter, zwei, die Eishockey verrückt sind, also ohne das ganze Konglomerat. Das meine ich auch. Würde es nicht funktionieren. Also es ist nicht die Leistung von meiner Person, sondern es ist ein Zusammenwirken von allen Menschen. Gut ist, dass es jetzt mal seit ein paar Monaten ruhig ist, dass wir Herrn Lucke keine Schlagzeilen bieten können, der ist jetzt traurig. Aber das ist jetzt auch mal ein Vorteil. Und solange es bleibt, ist er enttäuscht und wir zufrieden. Ich sag mal so, der Saisonabschluss ist in Italien noch nicht da. Also wir kurz wissen ja dann, wie die Bilanz wirklich ausfällt. Da haben Sie recht, aber dann gehen wir trotzdem Bier trinken und Sie zahlen. Herr Stabel, ich kann Ihnen nur noch mal sagen, es wäre sehr schön, wenn Sie das möglich machen würden, dass dieser 1 Euro für Auswärtskarten, in dem Fall nur für Weißwasser, in Zukunft nicht mehr stattfindet. Wir als Fanvereinigung haben das unterstützt. Sie haben jahrelang Busse organisiert, der Christian Baldorf, der ich denke, dass ich für den stellvertretend auch mitsprechen kann. Er findet das auch ganz, ganz schlecht, was da zurzeit abläuft. Wir haben keine Chance, zwei Busse anzubieten, sagen wir mal für 100 Leute und den Leuten Karten zu geben, weil sich jeder selber drum kümmern muss. Und es gibt viele Leute, die das einfach nie wollen, den 1 Euro mehr bezahlen und auch nie 1,40 Euro online, das ist vollkommen klar. Und es wäre doch einfach schön, wenn wir wenigstens 50 Karten bzw. 100 Karten zu dem normalen Preis bekommen. Wir können die gern aus Weißwasser bekommen, wir können die abbrechen. Das haben wir alles seit 5 bis 10 Jahren, seit 5 bis 10 Jahren genau so gemacht und es hat immer funktioniert. Wenn Sie das direkt mit Weißwasser machen wollen, können Sie sofort angehen. Ich bin auch nicht unfroh, wenn dieses Thema und dieser Geld schon hier vorbeigeht. Wir werden von diesem System, diesem 1 Euro Zuschlag, werden wir nicht abgeben. Wenn Sie das privat machen könnten, da war auch schon der Gedanke, hatten wir mit Herrn Sturmann besprochen, dass jemand selbst 50 oder 100 Karten holt, habe ich überhaupt nichts dagegen. Können Sie jederzeit und sofort machen. Also empfehlen Sie uns, dass eine Privatperson 1.400 Euro für die Karten zur Verfügung hat? Ich empfehle gar nichts. Wenn Sie in Weißwasser 50 oder 100 Karten bestellen wollen, 20 oder 300 Karten, habe ich nichts dagegen. Also ich bestehe nicht darauf, dass ich Karten hier verkaufen muss. Wenn also Weißwasser uns keine Karten mehr schickt,
sage ich, okay, akzeptiert, dann akzeptiere das und habe auch keine Verwaltungsaufwand. Nur darum geht es. Also sagen Sie definitiv, wir können in der nächsten Saison nicht darüber reden für die neue Saison. Also der 1 € Zuschlag für Derbykarten aus Grimmitschau und Weißwasser der Wald. Okay, danke. Vielleicht von meiner Seite bloß nochmal eine Anmerkung, weil ich habe in den letzten Jahren immer hier gesessen, wenn es um Finanzen ging. Ich habe mit einem klein wenig freudigen Auge beobachten können, dass die Banden und auch sonst die Werbeflächen in der Eishalle gefüllt sind. Das heißt, dass hier langsam bei den Eislöwen wieder eine Entwicklung zu sehen ist, weg von der finanziellen Absicherung durch die Fans, wieder durch reines Sponsoring. Sie haben aber vorhin noch erwähnt, dass auch das Kernziel für die Eislöwen irgendwann mal DEL sein sollte. Ich meine, das ist immer ein sportliches Ziel, irgendwo in der höchsten Liga zu spielen. Aber gäbe es denn überhaupt, ich meine, Sie sind jetzt ungefähr ein Jahr da, gäbe es denn überhaupt diesen finanziellen sagen wir, Hintergrund in Dresden? Nicht, dass hier irgendwo Hoffnungen gemacht werden, die... Ich mache keine Hoffnung, ich habe nur gesagt, das ist sportliche Ziel. Wenn Sie mich aus heutiger Sicht fragen, und wir gewinnen, was ich natürlich hoffe, die Meisterschaft in dieser Saison, wären wir nicht in der Lage, in die DL zu gehen, weil es schon an den 800.000 Euro Bürgschaft scheitern würde. Was hier in Dresden definitiv fehlt, ist ein Hauptsponsor, der sich dann in einem sechsstelligen Bereich bewegt, der fehlt. Und es fehlen natürlich auch noch ein oder zwei Gesellschaften, die über die nötige Liquidität und das Interesse verfügen, Dresden voranzubringen. Ungeachtet dessen, wir wissen, dass das fehlt, aber ungeachtet dessen muss es ja unser Ziel sein, sportlich so hoch und so gut zu spielen wie nur möglich. Also aus heutiger Sicht könnten wir keine DL spielen, obwohl ich nicht sage, das ist eine Frage des Etats, was wir für Spieler ausgeben können, sondern es würde an der Auflage scheitern, diese 800.000 Euro Grundgebühren zu zahlen. Habe ich gleich mal eine Nachfrage. Wir lesen ja immer Land auf Land ab, dass Radebeul dass die Stadt wäre mit den meisten Millionären in ganz Deutschland. Und das Radebeul ist nicht unbedingt weit weg von Dresden. Es gab ja sogar mal Geschäftsführer, die dort gewohnt haben. Gibt es denn sozusagen da irgendwie ein Privatier, den man mal anbaggern kann? Ich meine, die Handballer haben jetzt einen Medizintechniker, dem scheinbar das Geld so locker kostet, dass er eine eigene Halle bauen kann. Bei Dynamo gab es mal einen fähigen Geschäftsmann, der seine Firma ordentlich verkauft hat und dementsprechend richtig Geld bekommen hat. Also es liegt ja nicht daran, dass es hier keine Leute gibt mit Geld, oder? Das kann ich nicht beurteilen, dazu bin ich noch nicht lange genug hier. Aber wenn Sie irgendeine Adresse haben, irgendeine Idee, irgendeine Kontaktnummer, geben Sie mir sie. Ich werde Sie morgen früh um 9 Uhr so verlassen. Also wenn wir von dem einen oder anderen einen Tipp bekommen, geben wir diesen Tipp auch nach. Das heißt also, wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn Sie in Ihrem Freundes- oder Umkreis oder Ihrem Unternehmen, für das Sie tätig sind, eine Chance sehen, dass hier jemand im Sponsoring einsteigt. Wir haben dieses Jahr etwas über 30 neue Sponsoren gewinnen können. Das hört sich zwar als absolute Zahl sehr hoch an, aber das sind auch Sponsoren, die vom dreistelligen bis vierstelligen und es waren 3, 4 dabei im fünfstelligen Bereich zu uns gekommen sind. Das ist auch gut und es ist notwendig. Ob das uns jedes Jahr gelingt? Hoffen wir, kann ich nicht garantieren, wissen wir nicht. Was uns fehlt, ist wirklich ein großer Hauptsponsor, der Lust und Spaß hätte und auch irgendwo in Dresden eine Nische sehen würde, um diesen Sport voranzubringen. Der fehlt uns und wie gesagt die zwei Gesellschaften. Und da brauchen wir nicht drum rumzureden, das ist einfach Tatsache. Thema Hauptsponsor, Herr Schnabel, was macht es denn so schwer, den richtigen zu finden? Sie hatten ja mal, ich glaube, immer gesagt, Sie hatten da mal jemand im Blick, auch hinsichtlich Gesellschafter, aber anscheinend ist es ja wieder so ein bisschen verschwommen, sage ich jetzt mal. Was macht es denn so schwer für Sie auch? Wir haben Kontakte draußen, es sind ungefähr 5 Kontakte an größere Unternehmen draußen, da haben wir schon 2 Absagen bekommen. 3 Antworten stehen noch aus. Es ist einfach schwer. Gucken Sie, jedes nationale Unternehmen, wenn die irgendwo sportlich einsteigen, die erste Frage, also immer dann, wenn nicht eine Privatperson irgendwelche persönlichen Interessen hat, in einem Sport sich zu engagieren. Ist immer Blickkontakte, also wie oft bin ich im Fernsehen, wie oft sieht man meine Werbung und so weiter im nationalen Fernsehen, können wir nicht bieten. Wir können ab und zu mal Mitteldeutschen Rundfunk bieten, wir können hier regional, was die Presse angeht, eine super Pressearbeit. Aber das ist einem großen Sponsor, von einem, sagen wir,
vom nationalen Interesse einfach zu wenig, was er hier gewinnen kann. Und immer die Frage Aufwand und Ertrag. Das heißt, Sie haben, und wenn Sie selbst die Sponsorensituation bei Dynamo sehen, denen ich das überhaupt nicht neide, aber wenn Sie mal bei Dynamo reingucken, sind das, würde ich behaupten, 80% der regionale Sponsoren und keine nationalen Sponsoren. Das heißt, auch da hat man im Moment, aus welchen Gründen auch immer, das ist auch nicht mein Thema, hat man Schwierigkeiten, nationale Sponsoren zu finden. Und so ist, und die haben noch wesentlich mehr Blickkontakte, also sind wesentlich mehr im Fernsehen als das Eishockey. Und das sind einfach Situationen, mit denen wir arbeiten und leben müssen. Das wäre zum Beispiel in der DEL anders. Da hätten wir über Servus TV das national, die nationalen Blickkontakte. Und das erschwert natürlich die Sache, jemanden zu finden, der hier sagt, ich bezahle mal 150, 200, 250 Euro. Das bedeutet also, je weniger wir im Fernsehen präsent sind, umso weniger Sponsoren sagen, ja, hallo, das wäre mal möglich. Das ist letztendlich die Schlussfolgerung. Das heißt, wenn Sie, je mehr Sie bieten können, je mehr Aufmerksamkeit Sie mit der Sportart erzielen können, Skispringen, Bobfahren, da sehen Sie, überall, an jedem Winkel der Fernsehkamera sehen Sie irgendeinen Werbeträger hängen. Und der guckt, und das Fernsehen wird halt von zig Hunderttausenden oder Millionen Menschen gesehen. Und das werken Unternehmen mit Blickkontakten. Das heißt, immer wieder sehen Sie Firma X, Firma Y. Das können wir nicht bieten. Das haben wir einfach nicht, weil wir einfach keine Fernsehbesetzer haben. Oder so gut wie keine Fernsehbesetzer. Wäre jetzt eine Arbeit mit dem Fernsehen ähnlich, wenn man sagt, okay, wenn wir zusammenkommen, ich weiß, ich bin da mutiger Leier, und wenn dann das Fernsehen sagt, okay, im Prinzip ist es so, Eishockey ist leider Gottes mal eine Art Anspruchart. Ja, das muss man dazu sagen. Es ist also nicht so präsent wie Volleyball, Fußball oder wie auch immer hier in Dresden. Aber wenn man sagt, ja, okay, ihr könnt vielleicht mal im MT-Sport im Osten oder was weiß ich hier mal 10 Minuten bringen oder irgendwas. Für diese 10 Minuten finden wir vielleicht wieder Commerzbank oder den Morgenpost als Sponsor oder irgendjemand anderes. Ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen gegeben. Wir haben Kontakt mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat auch vor zwei Spielen einen Versuch gestartet mit Leitung. Ich bin jetzt kein Techniker. Also wir haben hier schon die optimalen Voraussetzungen, auch Live-Spiele zu übertragen oder auch direkt im Sport im Osten zu schalten. Da tut sich einiges. Aber da hängen wir letztendlich von dem Goodwill vom Mitteldeutschen Rundfunk ab. Da sitzt also ein feindlicher Chefredakteur, der sagt, wir verteilen unsere Sendezeit X Fußball, Y Volleyball, Handball und dann Eishockey. Ja, und da haben sie auch gar keinen Einfluss. Das ist schade. Das ist schade. Mit Tausend wäre eigentlich Eishockey etwas interessanter, bestimmt können viele andere auch gleich Eishockey-Klöße von Norm erkennen. Also brauchen Sie sich jetzt nur den Erfolg der Handballer anzugucken. Sind ja auch nicht im nationalen Fernsehen. Das ist auch schade. Das ist schon mit dabei. Ich habe heute eine Frage. Ja. Du hast gesagt, die lokale Presse würde die Eishockey sehr gut unterstützen. Ich finde es eigentlich, das weiß ich überhaupt nicht so, weil eine der größten regionalen Presse ist die Sächsische Zeitung, von mir schon unsere Region. Weil die Sächsische Zeitung von Eishockey Dresden und von Eishockey ist für mich empörend. Genau. Für mich echt empörend. Weil ich sage, wenn wir über Zuschauerzahlen sprechen, da waren wir in die Region Großenhain, Riesa, Meißen, wo wir Zuschauer noch akquirieren können. Ja. Wenn das die SZ für mich bringt, wenn die immer diese kurzen Artikel bringt, ist das für mich schlimm für die Eishockey, weil sie von guter Arbeit gemacht wird, dass dort nicht mehr in der Presse erscheint. Ich habe vor 5 Jahren der SZ geschrieben, ein Chefredakteur, wurde das begründet mit Einschaltquoten, also mit Lesequoten und so weiter. Aber die Arbeit ist das ja gut hier. Und wenn ich gerade Handball sehe in Dresden, man darf Artikel noch zeigen von der SZ. Mit dem Motor bringt ja auch, Bild bringt ja auch, aber der SZ ist doch für viele das maßgebende Organ hier in unserer Region. Ich finde das nicht offen, dass das so nicht macht. Und ich kann das ich will ja kritisieren und sagen, was richtig oder falsch ist. Ich kann das nur von meinen Erfahrungen her beurteilen. Das heißt, die Eislöwen im Vergleich zu Bietigheim oder zu anderen Eishockey-Vereinen in der Presse allgemein eigentlich sehr, sehr oft erscheinen. Hauptsache, ich lese etwas über die Eislöwen, als ich lese gar nicht über die Eislöwen. Wenn jetzt der ein oder andere Zeitung oder die ein oder andere Zeitung, wo man einen kleineren Artikel bildet, weil kein Bild ist, ist natürlich schade für uns. Vielleicht können wir das ja auch ändern, das ist überhaupt kein Thema. Aber grundsätzlich können wir uns als Eislöwen über die Pressearbeit hier in Dresden nicht beschweren. Also diese Generalschöpfung unterstütze ich nicht ganz,
ob das jetzt der einen Zeitung zu der anderen Zeitung ist, zum Beispiel die Zeitung, die heute Abend nicht vertreten ist mit den vier Buchstaben, da ist ja jede Woche, da ist zum Beispiel zwei, dreimal die Woche etwas über die Eisbären drin. In der Stuttgarter Ausgabe war da vielleicht eben alle 14 Tage mal ein kleiner Artikel. Entweder wurde in Bietigheim jemand erstochen, einer ist fremdgegangen oder irgendwas ist passiert. Dann haben sie etwas berichtet. Ansonsten waren wir tabu. Nur diesen Vergleich habe ich gesagt, dass also eigentlich das Erscheinungsbild der Eislöwen, was die Häufigkeit angeht, eigentlich finde ich recht gut. Siehst du ja, dass der Thomas sozusagen Spieler verpflichten muss, die auch mal fremdgehen sozusagen, um dann die Medienpräsenz wieder zu erhöhen. Ich glaube, die Bild-Zeitung ist ein Konkurrenzunternehmen von Ihnen, oder? Also, dieses Spray-TV wollte ich vorhin noch anmerken, das ist natürlich auch ein erster Schritt von uns, sagen wir deutschlandweit oder wenn wir hochmäßig sagen, weltweit. Also Sie können die Heimspieler der Dresdner Eislöwen auf Tahiti, in Washington oder in Buxtehude sehen. Wir sind mittlerweile in einem schönen mittleren dreistelligen Bereich, den wir pro Spiel haben. Das ist für uns auch eine kleine Zusatzeinnahme. Ob die anderen Vereine das machen, müssen Sie die fragen. Einige Vereine sind extrem konservativ. Ich glaube, die haben diese Chancen und Möglichkeiten noch nicht erkannt. Und ich bin nicht unfroh, dass es bisher nicht erkannt haben. Warum sie es nicht machen, verstehe ich nicht. Es sind natürlich einige technische Anforderungen notwendig. Wir selbst haben etwas über 6.000 Euro in die Hand genommen, um dieses Projekt zu verwirklichen und werden auch dieses Projekt mit einer schönen schwarzen Null abschneiden. Nein. Nein, das ist das falsche Argument. Ich sage Ihnen auch warum. Wir kriegen nach jedem Spiel die statistischen Auswertungen. Also Sie können ja nachsehen oder nachverfolgen, wer sich wann wo eingeloggt hat. Also wo die herkommen von der Postleitzahl. Und das sind weniger als 20% im Umkreis von 25 Kilometern vom Rathaus in Dresden. Also weniger als 20% sind im Umkreis von 25 Kilometern. Das heißt also, Sie haben, nehmen Sie Bremerhaven zum Beispiel, da war unsere größte Einschaltquote, da waren wir fast vierstellig, da war über 50% aus der norddeutschen Ecke. Weil die einfach die Busfahrt nicht mit hier runter sind. Und wenn jetzt eine Gaststätte zum Beispiel, das Projekt wie übertragen werden, also kein Privathaushalt, müssen die das anmelden. Das heißt, auch da sind höhere Gebühren fällig, als wenn also Sie können, diese Gaststätte kann sich jetzt nicht anmelden und kann uns allen den Spiel der Eislöwen in der Halle übertragen. Die müssten dann auch einen erhöhten Obolus zahlen. Also das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich also nicht diesen direkten Kontakt zur medizinischen Abteilung habe. Aber neben Ihnen sitzt jemand, der kann Ihnen das bestimmt sagen. Wir haben im Moment einige verletzte Spieler. Unsere medizinische Abteilung arbeitet wirklich fast 24 Stunden am Tag, um die Jungs wieder aufs Eis zu bringen. Und ich bin da schon gut auf. Thomas, also da kann ich jetzt dazu nicht so viel direkt sagen. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Wo ich vorhin zwei Freibier geholt habe bei den zwei Sprungfreundreisen, habe ich mal kurz angekauft, wie sie unter Verletztenliste, wie sie steht. So, die ist halb. Deswegen wollte ich gerade mal fragen, wie sieht es denn aus mit der Verletztenliste? Denn mit Ersatz, gerade was die Förderlizenzspieler anbelangt, das sieht ja jetzt auch nicht mehr so gut aus. Ne? Du hast das gesagt, die haben die Berliner wieder abgezogen, weil die selber Probleme haben, ob das richtig ist, jetzt alles weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren, wie es so geht oder wie die Zukunft das aussieht.
dass man von heute auf morgen ein Kreuzbandriss repariert ist, das ist klar, aber... Finden Sie es auch schwer, diese Frage zu beantworten? Was ich Ihnen sagen kann, der Sonny Katin hat den Gips ab. Ja. Der fängt jetzt an, wieder mit der Hand die Hand zu bewegen. Ja, noch nicht ganz so stark, aber er kann wieder zufassen. Das heißt, da geht es auch Schritt für Schritt voran. Die Langzeitverletzten kennen Sie mit dem Feo. Der eine oder andere hat hier und da ein Bewegen, aber ich sag mal, wir können auch nicht jede Kopfschmerzen oder jede Unpässlichkeit von jedem Spieler dann jeden Tag kommunizieren. Wir wollen es teilweise auch nicht, da bin ich ein bisschen mit dem Spiel bei der Pressesprecherin, weil wir wollen natürlich auch nicht unbedingt die Teams, also Kassel, die garantiert die Seite vor dem Spiel lesen werden, sagt, dieser Spieler hat Probleme mit der rechten Rippe und der hat mit dem Fußgelenk. Weil das sind dann Schwachstellen, wo die anderen sich drauf konzentrieren. Also da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Alles klar. Schließlich prinzipiell ist mit der Probelizenz, also jetzt gerade was die Eisbären Berlin angeht, also geht das weiter nächstes Jahr oder wie sind das? Also wir haben einen längerfristigen Vertrag mit den Eisbären Berlin, wobei es natürlich für beide Seiten Optionen gibt. Aber wir gehen davon aus, dass diese auch weiterlaufen und ich glaube, dass dieses System sich bewährt hat. Dass die natürlich erstmal ihre eigenen Interessen verfolgen, ist ganz normal. Auch wir haben vergeben Förderlizenzen weiter. Und wenn wir da einen Spieler brauchen, dann rufen wir an und sagen, jetzt ist Dresden wichtiger als A, B oder C und holen dann diese Förderlizenzspieler zurück. Aber die Zusammenarbeit Berlin mit einer der besten Vereine, was Nachwuchsarbeit angeht, ist eigentlich auch ein Glücksgriff von uns. Und ich glaube auch, dass da ein großer Dank dem Thomas gebührt, der dieses Ganze natürlich in den Weg geleitet hat. Man hat ja Chris Lee unterschrieben, also Chris Lee hat unterschrieben, ne? Der Chris Lee. Kommt ja auch aus den bärischen Wäldern. Nein, aber der Vertrag in Krimmelschau wurde verlängert von Lee. Das heißt sozusagen, für mich stellt sich da schon die Frage, ob die Berliner langfristig da vielleicht ihr eigenes Süppchen mehr in Krimmelschau kochen oder können sie das dann theoretisch nie? Ich sagte, wir haben bestehende Verträge. Und wenn das die Absicht der Berliner gewesen wäre, dann wäre schon von dieser Saison als Feststand, dass ein Pio John Lisa und Sohn in Krimmelschau das Trainer übernimmt, weil die Berliner jetzt schon nach Krimmelschau gegangen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Außerdem würde das sehr, sehr stark nach Vetternwirtschaft aussehen. Und ich glaube, einen besseren Partner als uns kriegen sie auch nicht, was die Kooperation, den Gedankenaustausch angeht. Und vor allen Dingen, wenn die Jungs alle mal hier in der Saison gespielt haben, gucken sie an, wo sie heute sind und wo sie heute spielen. Und die blicken alle mit Stolz und mit Dankbarkeit auch auf ihre Dresdner Zeit zurück. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Nachverpflichtung. Geht das mehr Richtung Abwehr oder noch ein Stürmer? Weil im Prinzip Verteidiger wäre ja ganz gut. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich weiß es nicht, würde ich lügen. Aber ich gebe dazu eigentlich keine Stellungnahme ab. Es ist auch im Moment, es sind noch 24, 48 Stunden, dann werden Sie es wissen. Wir möchten im Moment, wie gesagt, solange die Tinte oder der Vertrag nicht trocken ist, da auch keine weitere Auskunft geben. Laut dem Sanierungsplan müssen wir ab der Saison 15-16, also am Ende der Saison 15-16, die ersten 50.000 Euro von diesem 150.000 Euro Kredit oder Darlehen zurückzahlen. Also bis Ende April 2016 sollten 50.000 Euro an die Stadt Dresden zurückgezahlt werden. Oder ein Monat. Wirtschaft müssen wir sowieso vorher. Und das wird unsererseits auch angegangen und wird auch erledigt. Nein. Wir haben ein verabschiedetes Budget. Und solange wir uns in diesem Budgetrahmen verfügen, muss es letztendlich meine Verantwortung sein, um zu sagen, da habe ich 5 eingespart, jetzt kann ich 4 für eine Nachverpflichtung ausgeben. Das heißt, solange ich den vorgegebenen Budgetrahmen, den mir meine Gesellschafter geben, beziehungsweise die Stadt Dresden, uns zur Verfügung gestellt haben, werde ich mir die Freiheit als verantwortlicher Geschäftsführer einfach nehmen, um zu sagen, ich investiere oder schiebe da Geld aus,
wo ich es für sinnvoll erachte, und ich werde es da sparen, wo ich es auch für sinnvoll erachte. Letztendlich trage ich die alleinige Verantwortung und kann erst Ende der Saison dafür verantwortlich gemacht werden, was letztendlich in dem Plan steht. Sagen, danke, dass alle da gewesen sind, oder die Bier müssen vielleicht noch draußen. Sondern einer hat sich eins zapfen kann, oder die Spieler vielleicht noch da. Die sind weg. Die sind weg. Die sind ja, ich bin noch da, läuft noch. Also, ja. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, hoffe, ich habe wieder zahlreich bei unseren Heimspielen zu sehen. Und wenn jeder von Ihnen noch zwei mitbringt, wäre es noch besser. Danke sehr. Ich habe auch an Deutschland. Ich habe auch an Deutschland.